Hallo Leute und herzlich willkommen. Ja, wir haben eben geschlafen und es ist Tag. Sieht nur so dunkel aus. Jetzt wird es auch schön heller, wenn es aufhört zu regnen. Willkommen zu Minecraft. Wir wollen ja heute drüben im Tunnel ein bisschen weiterarbeiten, ein paar Erze finden, hoffentlich. Wonach ich jetzt nicht geguckt habe, ist, ich wollte nämlich die Diamantspitzhacke mitnehmen, ob wir die nicht doch im Haus haben. Mir war nämlich... Ach ja, ihr könnt ja jetzt hier frei rumlaufen. Mir war nämlich so, erst, dass wir die noch hier haben. Also hier jedenfalls nicht, hier nicht. Aber hier haben wir auch noch eine ganze Menge Pflastersteine. Die Diamantspitzhacke, genau. Die ist nämlich ja eigentlich nicht verzaubert oder so und somit auch nicht so unbedingt wertvoll. Zumal wir wahrscheinlich jetzt ohnehin noch ein paar Diamanten finden. Hoffe ich. Wäre ganz cool. Und so geht es dann eben noch einen Ticken schneller. Deswegen können wir ja jetzt einfach mal hier runter. Ich hoffe, hier ist alles gut genug beleuchtet gewesen. Dass hier nichts gespawnt ist, aber es sieht erstmal nicht so aus. Müssen generell mal gucken, wo wir überhaupt drinne waren. Hier wahrscheinlich. Also können wir ja mal prinzipiell... Wie hoch haben wir das? 3. Oh, ich höre Lava. Können wir uns ja hier mal so langbuddeln. Ein bisschen... Die Diamantspitzhacke. Na, das beginnt doch mal gut, würde ich sagen, was? Diamant. Diamant. Ich meine, nicht Unmengen an Diamanten, aber ein paar, ne? Ein paar durchaus. Wir könnten vielleicht das ein bisschen sinnvoller machen. Und die Fackeln gleich auf die 3 legen. Dann können wir hier, kommen wir hier ein bisschen besser voran, vielleicht. So, dann die Kohle weg. Gibt alles noch ein bisschen Erfahrung, das ist super. Dann können wir nämlich vielleicht auch wieder ein bisschen verzaubern. Und verzaubern ist eigentlich auch nochmal so ein Thema für sich in Minecraft, finde ich. Ich finde verzaubern eigentlich ganz cool, dass man es machen kann. Aber was ich nicht will, jedenfalls nicht in diesem Let's Play oder so weiter, ist, dass wir Minecraft aufs Verzaubern auslegen. Das heißt, dass wir unbedingt Erfahrung scheffeln wollen und so weiter und so fort. Angst haben müssen, unsere Erfahrung zu verlieren und so weiter und so fort. Dass das eben nicht das Hauptziel von Minecraft ist, sondern einfach, dass wir ein bisschen bauen und Spaß haben und so weiter und so fort. Und das Verzaubern eben wirklich nur Nebensache bleibt. Das wäre so mein Ziel, mein Wunsch, wie auch immer. Oh, ein bisschen Kies. Ich hoffe nicht zu viel. Okay, hier hinter haben wir aber auch gleich wieder Kies. Ah, komm, beeil dich. So viel Kies will ich doch gar nicht. Aber wir haben wahrscheinlich keine Wahl, ne? Ob wir das jetzt wollen oder nicht. Ich hoffe, das hört hier irgendwann auf. Wir haben immerhin Diamanten gefunden hier. Das ist ja wahrscheinlich auch die richtige Höhe, wenn wir hier ein paar finden. Oh, hier ist Redstone. Ach ja. Der Kies fällt dann natürlich auch hier runter. Müssen wir ihn auch hier abbauen. Kein Ding. So, gib mir das Redstone. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir vom Redstone auch noch ein bisschen was gebrauchen werden. Nicht unbedingt nur wegen den Redstone-Fackeln, aber auch, weil man ja so irgendwie Schaltungen oder so machen kann damit. Und somit ein bisschen rumspielen kann. Das stelle ich mir auch noch ganz interessant vor. Ich habe da so, vielleicht kam das Video schon raus, ich habe es jedenfalls im Moment noch nicht aufgenommen, von jemandem eine Welt bekommen, die ich mal vorstellen soll. Oder ich wurde gefragt, ob ich sie vorstellen kann. Sagen wir es so, das andere klingt so gezwungen. Und ich dachte mir, ja, kann ich ja mal reingucken. Und da waren durchaus gute Ideen bei, teilweise. Wo ich mir natürlich auch ein bisschen was abgeguckt habe und was ich dann auch demnächst vorhabe. Zum Beispiel war da... Wie gesagt, entweder es gibt das Video schon oder nicht, das weiß ich jetzt nicht. Je nachdem, also ich will es aufnehmen eigentlich, wenn ich gesund bin und dann relativ zeitig hochladen. Von daher wird es knapp, könnte es relativ zeitgleich mit diesem Video rauskommen. Ich weiß es nicht. Vielleicht ein bisschen später, vielleicht nicht. Auf jeden Fall wisst ihr, dass es so ein Video dann, wenn es noch nicht kam, es noch kommen wird. So, hier ist ein bisschen dunkel. Einfach mal Fackel rein. Und dann graben wir uns ein bisschen weiter noch. In der Hoffnung, auch mal auf Gold zu treffen. Ich weiß jetzt nicht, auf welchen Höhen man das unbedingt findet, aber
Es wäre schon ganz interessant, wenn wir hier mal ein bisschen Gold finden würden. Ich meine, Diamanten, ich will mich nicht beschweren und so, aber hauptsächlich, wie gesagt, bin ich wegen Gold hier. Oh, hier ist Lava. Wir hätten vielleicht einen Wassereimer mitnehmen sollen oder so. Das wäre vielleicht noch eine Idee gewesen. Moment, mit Umschalt können wir ja mal hier lang gucken. Lava bedeutet für mich ja auch immer so ein bisschen Diamantos. So ein bisschen. Aber ich sehe gerade nicht unbedingt, wo das hinfließt. Beziehungsweise, ob wir hier irgendwie runterkommen. Ich glaube aber nicht. Ich glaube nicht so richtig. Okay, dann ignorieren wir das vielleicht einfach ganz gekonnt. Und bauen uns hier eine Treppe, bauen das vielleicht auch generell ein bisschen zu, dass wir hier nicht so gut reinfallen können. Wir werden ja dann sehen, dass hier mal was war, was wir zugemacht haben. Und merken uns dementsprechend vielleicht auch, dass hier Lava war und wir hier nicht unbedingt buddeln sollten, während wir auf dem Stein draufstehen oder so. Also nicht, dass wir in die Lava stürzen, das wäre unschön. Definitiv. Eine Fackel. Gut. Wie gesagt, das Verzaubern, zum Verzaubern auch generell. Im Moment bereue ich es so ein bisschen, ein Buch verzaubert zu haben. Ich war dann, wie man vielleicht gemerkt hat, doch ein bisschen enttäuscht darüber. Und ich habe jetzt auch gesehen, oder mitbekommen, dass man auch zwei verzauberte Gegenstände kombinieren kann. Also ja, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Diamantspitzhacke habe mit Effizienz 1 und eine Diamantspitzhacke mit Effizienz 2 und die dann kombiniere, dann kommt Effizienz 3 oder 2 oder sowas anderes halt raus. Irgendeine Kombination. Und das hatte ich ja eigentlich mit den Büchern vor, aber wenn es auch mit Diamantspitzhacken einfach so funktioniert. Oh Mist, Wasser. Ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Ich bin erstmal natürlich. Habe ich einen Schreck bekommen, dass hier einfach so Wasser reinströmt, aber das kriegen wir doch bestimmt irgendwie zu. Hoffe ich. Oh, wo geht's denn hier lang? Ist das das Meer? Sieht teilweise so aus, ne? Wir haben es immer noch nicht zu. Oh, wir haben irgendwo reingebuddelt, glaube ich. In irgendeine Höhle. Oder in irgendein Höhlensystem. Okay, wollen wir hier einfach mal einen Blick reinwerfen? Vielleicht? Wie ist das so? Dauert das jetzt lange? Ja. Okay, dann bauen wir den hier vielleicht nochmal weg. Dann können wir hier schon rein. Bauen das einfach mal über uns so ein bisschen weg. Moment. So, dann sind wir hier schon mal zumindest drin und stehen nicht mehr im Wasser. Können das Ganze ein bisschen ausleuchten. In Höhlen waren wir generell schon lange nicht mehr, aber das. Oh Gott. Scheint hier nur so ein See zu sein, oder? Ohne besondere. Also hier ist weder eine Höhle. Noch sind hier irgendwie besondere Erze. Ja, das ist ein bisschen unnötig, ne? Dann können wir wieder zurück. Hui. Vielleicht. Ach nee, eigentlich müssen wir es auch nicht verschließen. Wir müssen ja jetzt hier erstmal nicht mehr wieder herkommen. Können ein bisschen zurückjoggen. Ganz schön neblig hier unten, wie gesagt. Und dann, wenn wir im Gang sind, suchen wir uns einen neuen Gang, wo wir lang graben. Ja, wir sind hier. Sehr gut. Und wo graben wir jetzt lang? Vielleicht zwischen diesen Fackeln. Obwohl wir hier schon mal was platziert haben, scheinbar. Na egal. Wird schon nichts gewesen sein. Vielleicht war hier ein bisschen Eisen drin oder ein bisschen Kohle. Einfach mal hier lang graben. Kann natürlich durchaus sein, dass wir jetzt auf irgendwas stoßen, wo wir schon mal drinne waren. Durch einen anderen Gang. Wenn da eine Höhle war oder so. Die ist ja dann ein bisschen größer. Müssen wir mal gucken. Bisher hatten wir jedenfalls kein Glück, auf Diamanten getroffen zu sein. Was jetzt schade ist natürlich, aber kann man ja auch teilweise nicht ändern. Vielleicht, ich weiß nicht, wie man am besten nach Gold suchen soll. Ich will auch immer nicht alles nachlesen. Also wenn ihr mir da Tipps geben wollt und so weiter, könnt ihr das gerne immer tun. Gar kein Ding. Aber ich will nicht andauernd auf dieser Wiki-Seite rumlungern und alles erlesen, sondern ich möchte ja teilweise auch ein bisschen selbst erfahren. Falls ihr versteht, was ich meine, ne? Also,
Ist ja so im Prinzip, als wenn man sich eine Komplettlösung durchspielt, bevor man das Spiel gespielt hat. Habe ich zumindest das Gefühl, wenn ich da jetzt andauernd nachlese alles. Ich meine, klar, es erleichtert das Spiel teilweise schon gewaltig. Gar keine Frage. Aber ich weiß nicht. Irgendwie ist es doch cooler, Sachen selbst herauszufinden. Möglichst. Ist jedenfalls meine Meinung. Vielleicht habt ihr ja eine ganz andere Meinung dazu. Oh, hier ist eine Höhle. Ah, unser Obsidianfeld. Okay, genau. So etwas in der Art dachte ich mir. Da ist Kohle, da hinten ist Redstone. Oh Gott. Ich habe Umschalt gedrückt, ja. Vielleicht bauen wir hier mal kurz noch ein bisschen was weg. Da scheint es ja noch weiter zu gehen. Dann wäre es ja ganz interessant, hier noch ein bisschen mit Pflasterstein auszukleiden. So, vielleicht einfach mal auf Nummer sicher gehen. Na komm. Und. Ja, so vielleicht. Okay, hier ist zumindest. Oh doch. Oh doch, hier ist ein bisschen mehr. Tatsächlich. Ist das das blaue Zeug? Sieht ein bisschen danach aus, ne? Und Eisen haben wir hier noch. Okay. Aber hier scheint ja jetzt, kann ja jetzt erstmal nichts kommen, soweit ich das richtig gesehen habe. Das heißt, wir können hier weiterhin ein bisschen abbauen. Ich habe auch das Gefühl, Eisen kommt hier relativ häufig vor. Redstone natürlich auch. Kohle ist auch nicht allzu selten. Ganz klar. So, erstmal das Ganze holen. Ich hoffe, jetzt schießt hier nirgendwo Lava raus. Und wenn doch, kann ich hoffentlich schnell genug reagieren. Hoffe ich. Sonst könnte das ein wenig schmerzhaft werden. Ich glaube, Lava verträgt sich auch nicht so gut mit Eisenrüstung. Also, wir haben ja teilweise eine Eisenrüstung. Ich glaube, die ist schon, ja, ziemlich am Ende, bis auf der Helm. Von daher, ich glaube, die schmilzt dann und nimmt doll einen großen Schaden oder so. Oder ist komplett weg? Ich weiß es nicht. Komplett weg wäre ja natürlich ein bisschen doof. Wenn man da so eine verzauberte Eisenrüstung hat oder so, dass die schlagartig weg ist dann. Ich denke mal, das wird einfach nur viel, viel schneller verbraucht dann. Mann, 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 ist hier viel Kohle. Es hört nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Wahnsinn. Okay, aber das war's jetzt, oder? Ja. Gut. Oh, hier ist ja immer noch was. Okay. Okay, Level 26 schon. Wahnsinn. Und Eisen haben wir hier auch noch. Sehr gut. Also zumindest lohnt es sich in der Hinsicht schon mal hier ein bisschen lang zu buddeln, ein bisschen zu gucken, was wir denn hier so haben. Auf jeden Fall. Gut. Dann können wir uns jetzt mal diesem blauen Dings da widmen. Dem da, ich schätze mal, das ist Lapis Lazuli. Wie auch immer. Ihr wisst wahrscheinlich besser, wie das ausgesprochen wird als ich. Gut, und dann müssen wir hier irgendwie möglichst gut langkommen. Vielleicht nehmen wir da einfach die Pflastersteine, davon haben wir am meisten. Na komm, einen noch. Fledermaus. Ansonsten habe ich hier noch kein Monster weiter gesehen. So. Dann können wir uns ja mal vorsichtig ans Eisen bauen. So. Bisschen hier, na, das Eisen nicht unbedingt zubauen. Aber so, dass wir es vielleicht auch aufgefangen bekommen. Deswegen baue ich ja hier gerade diese kleine Plattform, sag ich mal. Dass wir uns ein bisschen vors Eisen stellen können. Dass es nicht sofort runterfällt. Ich meine, wir könnten es da unten immer noch auffangen und so weiter. Aber ihr wisst schon, was ich meine, hoffe ich. Okay, super, hat geklappt. Und du bist Lapisla, bla bla bla, ne? Ja. Euch kann man ja jetzt sicherlich auch mehr gebrauchen als vorher, jetzt wo wir wissen, dass man Blöcke daraus machen kann. Mir wurde gesagt, das könnte man ja gut für einen Fußboden verwenden. Ah, an sich ja, vielleicht. Durchaus möglich. Allerdings wüsste ich noch nicht, für was für einen Fußboden. Für so einen
Für so einen normalen wahrscheinlich nicht, ne? Sondern eher für irgendeine Halle. Oh, wow. Wir sind wieder in einer Höhle. Interessant, interessant. Das soll uns jetzt mal nicht so weiter kümmern. Ich hoffe mal, hier kommen jetzt nicht unendlich viele Viecher und wir können einfach die Kohle schnell in Ruhe abgraben. Gucken dann mal ein bisschen weiter, wie das hier aussieht. Wird wieder ein bisschen aufregender, ne? Als immer nur spannendes Terraforming, wo wir in Löcher fallen. So, ich sehe, kann jetzt erstmal kein Monster erkennen. Und hier sehe ich zumindest wieder Kohle. Hier unten ist Erde oder so. Hier ist es ja auf jeden Fall leichter lang zu gehen. Deswegen gucken wir vielleicht hier einfach mal lang. Leuchten das Ganze so ein bisschen aus. Ah, okay, von hier könnte überall was kommen. Oh, Moment. Oh, Gold. Das ist Gold, oder? Ich habe es in diesem Texture Pack noch nie gefunden. Oh Mist, jetzt hätten wir wirklich einen Wassereimer brauchen können. Oh, oh, oh. Ich hoffe, jetzt kommt hier nichts. Sonst ist es das gewesen mit dem Gold. Problematisch ist natürlich das Ganze, dass wenn wir es hier wegbauen, hier unter bestimmt Lava ist. Das wäre einfach nicht cool. Ah, wie stellen wir das am besten an? Wir könnten... Genau. Ich weiß schon wie. Wir gucken erstmal, ob hier Lava ist. Hier ist keine Lava. Sehr gut. Dann können wir das Gold schon mal nehmen. Jetzt vielleicht hier hochgehen. So, und dann können wir hier gucken und hier gucken. Auch hier ist keine Lava. Sehr gut. Dann haben wir zumindest 3 Gold schon mal. Ist ja schon mal besser als nichts. Natürlich auch nicht die Masse. Oh, Diamant nochmal. Wunderbar. Wunderbar. Ich setze hier einfach schon mal eine Fackel ran, weil wir ja wahrscheinlich die Lava hier gleich noch ein bisschen wegmachen wollen. Ja, zu gucken ist natürlich... Ah, okay, da geht es noch weiter. Ist da unter dann vielleicht Lava schon wieder? Nee, okay. Die Diamanten sollten relativ sicher sein. Lass mich hier raus. Sehr gut. Dann bauen wir erstmal das hier ab. Und hier vielleicht mal, um zu gucken. Okay, hier unter sollte auch keine Lava sein. Diamant. Diamant. Ist da unter Lava? Nein, Diamant und Diamant. Wuhu! Noch ein paar mehr von der Sorte. Sehr gut. Sehr gut. So eine Lavaseen mag ich im Moment echt sehr gerne. Und wo kommen wir denn jetzt eigentlich? Ich glaube, hier müssen wir lang, ne? Ah, hier sehe ich aber im Moment nur Kohle. Aber es hätte sich echt gelohnt, so einen Wassereimer mitzunehmen. Aber ich habe jetzt nicht dran gedacht. Leider. Okay, hier ist noch ein bisschen Redstone. Und da hinten ist noch Kohle, wie gesagt. Zum Glück finden wir natürlich beim Abbauen dadurch sehr viele Pflastersteine. Ich denke aber mal, dass wir vielleicht erst im nächsten Part hier weitermachen. Und an dieser Stelle einfach mal aufhören. Also mit dem Part. Ich spiele natürlich noch weiter. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Können hier noch ein bisschen was abbauen. Vielleicht finden wir noch die ein oder andere coole Sache. Wäre wünschenswert. Wäre echt sehr nett. Vielleicht noch ein bisschen mehr Gold, als wir es bisher gefunden haben. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.